Insanity, meine Besten, hier ist wo ich mag und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur 9. Folge meines Pikmin Let's Plays. In der letzten Folge haben wir uns in das Zentrum des Waldes begeben und dort mal wieder eine große Anzahl Teile gesammelt. Ganze 3 Teile haben uns ein letztes Teil soweit schon mal vorbereitet und müssen nur noch 3 Teile sammeln. Und ich würde sagen, wir versuchen das Ganze an diesem Tag hinzukriegen. Also legen wir einfach mal los. Ab mit uns ins Zentrum des Waldes. Und ich hoffe sehr, dass wir wirklich alle 3 Teile bekommen, denn 2 kriegen wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall möglich. Und ich muss einmal überlegen, was wir jetzt alles brauchen. Wir brauchen zuerst einmal auf jeden Fall ein paar blaue Pikmin, ganze 40 Stück. An der Zahl. Und dann auf jeden Fall, na ja, doch, sagen wir mal, so um die 40 gelben Pikmin. Wir brauchen heute wirklich viele, viele, viele gelbe Pikmin. Und den Rest füllen wir mit blauen auf. Yep, 20 Stück, sehr gut. Das heißt also, wir haben auch keine Pikmin-Samen irgendwo im Wasser oder so rumliegen, rumfliegen, was weiß ich. Haben einen Haufen Blumen-Pikmin dabei, was sehr gut ist. Und wollen uns doch erstmal das Teil holen, das wir am vorherigen Tag nicht mehr ganz bekommen haben. Dazu teilen wir unsere Pikmin auf und nehmen erstmal diese blauen hier mit. 39, nein, 40 wollen wir. Zack, da kommt der letzte auch noch mit. Und hinter dieser Wasserflasche müsste eigentlich das nächste Teil sein. So, alle 40 da rum. Und jetzt tragen sie es erstmal weiter. Das ist sehr gut. Und wir schauen, nachdem wir das Teil jetzt soweit schon gesichert haben, dass wir unsere restlichen Pikmin wieder zu uns holen. Wir brauchen nachher auf jeden Fall noch ein paar rote mehr. Aber zunächst einmal möchte ich wirklich sehr, sehr gerne hier hin und ein paar Steinbomben holen. Sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen soweit alles, was wir brauchen. Es gibt hier in diesem Level noch eine andere Stelle, an der es Steinbomben zu holen gibt. Aber die ist ein bisschen blöd zu erreichen. Da müssen wir, ich kann es mal auf der Karte zeigen, glaube ich. Da müssen wir hier hinten in dieses Gebiet, ich meine genau hier, dürfte sich da was verstecken. Und okay, genau, das war es nämlich. Ich wollte erstmal zwingend mit den roten, darum habe ich die überhaupt erst mitgenommen, hier ein wenig die Sheer Grubs erledigen. Und die Sheer Wicks und was weiß ich noch alles für Viecher. Oh, verdammt, da ist uns eins gestorben. Das war natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Aber wie gesagt, wir müssen die ganzen Biester ja erstmal möglichst erledigt bekommen. Das ist im Moment sehr wichtig. Damit nachher der Weg frei ist, wenn wir uns die nächsten beiden Teile holen. Das hat super geklappt, okay. Okay, ein rotes haben wir verloren. Aber oh, ich dachte, oh, um Gottes Willen, ich hatte jetzt gerade Angst gehabt, dass die Steinbomben losgehen. Ah, mir fällt gerade ein, genau hier vorne brauchen wir nämlich auf jeden Fall noch unsere kleine Armee von roten Pikmin. Oder ist es an sich ja nicht zwingend eine Armee? Ich würde sagen, das ist eher eine kleine Sondereinheit. Eine Spezialeinheit, Sondereinsatzkommando oder sowas. Und solange wir zumindest die... Ah, verdammt, ich sehe hier diesen blöden Cursor die ganze Zeit nicht. Und hey, wir haben aber eigentlich echt so ziemlich alles erledigt bekommen, ne? Und eins haben wir nochmal verloren. Das ist sehr schade, aber... Nein. Und jetzt wird es, wie ihr merkt, langsam etwas schwerer, hier die ganzen Pikmin vernünftig zu kontrollieren, weil hier die ganzen Sachen rumliegen. Was natürlich, dafür sorgt, dass die Pikmin die Sachen aufheben wollen, wenn wir sie werfen. Und dann konzentrieren sie sich nicht so aufs Kämpfen. Okay, der Dioxinfilter ist wieder beim Schiff. Und auch im Weltall gibt es strenge Auflagen zum Umweltschutz. Ja, viel mehr hat Ulima dazu wohl nicht zu sagen. Und wir werden erstmal schauen, dass wir unsere Roten daran arbeiten lassen.
Und nehmen doch einfach mal unsere kleinen Bombenleger hier mit. Ich möchte echt erstmal nur die Bomben-Pikmin dabei haben. Ich hoffe, ich schaue mal kurz auf die Karte. Doch, da hinten geht es auch rum. Okay, ich hoffe, wir haben hier soweit alles geklärt und haben hier alle Gefahren beseitigt. Das sieht soweit gut aus. Ja doch, und hier müssen wir auf jeden Fall rein. Auf den Geysir aufpassen, auf den Flammengeysir aufpassen. Schauen, dass... Okay, warum hat das eine Pikmin da jetzt nichts zurückgeworfen? Was heißt zurückgeworfen? Das eine Pikmin die Bombe nicht gelegt. Verdammte Viecher. Aber gut. Ja, so geht's doch. Okay. Und damit haben wir diese Wand schon mal eingerissen. Und was wir jetzt machen wollen, ist zurückzulaufen. Und zwar hier lang. Und nach Möglichkeit nochmal ein, zwei andere Wände zu öffnen. Dafür werden wir jetzt erstmal unsere Pikmin hier weiter aufteilen. Genau, die Gelben gehen zu den anderen Gelben. Das ist sehr schön. Und während diese Wand da eingerissen wird, die wir an sich mit den Bomben aufreißen könnten, was ich aber nicht zwingend tun will, weil ich lieber diese Wand hier noch einreißen will, damit wir gleich die Teile schneller transportiert bekommen. Ja, es wird, glaube ich, knapp von den Pikmin her. Also von den Steinbomben her. Aber vielleicht funktioniert es. Ich hoffe es sehr. Nee, ich glaube... Uns fehlt nachher genau eine Bombe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, nee, es hat genau gepasst. Sehr gut. Okay, damit haben wir hier jetzt einen flotten Weg zu unserer Basis geöffnet. Ihr seht, hier sind wir direkt dabei. Und das heißt, wir können die beiden Teile, die uns noch fehlen, gleich sehr, sehr schnell und sehr, sehr bequem zu uns holen. Was wir zuerst mal machen wollen, ist hier die ganzen... die ganzen blauen Pikmin hier abzugeben. Und dann wollen wir... Wieso habe ich jetzt nur... Ach ja, genau, ich hatte eins da hinten hingegeben, richtig. Gut, 40 davon haben wir dabei. Wir wollen uns auf jeden Fall schon mal einen Haufen roter Pikmin noch dazu holen. 42, ja doch, das klingt nach einer guten Zahl. Und damit sollten wir jetzt eigentlich gleich wieder 100 Pikmin dabei haben. Genau. Unten in der Mitte sehen wir es. 100 Pikmin haben wir insgesamt im Feld. Ja, und was wir jetzt machen müssen, ist erstmal diese schwarze Barriere da einzureißen. Wobei wir das nicht mit unseren Gelben machen wollen, sondern das soll eine Aufgabe ausschließlich für unsere Roten sein. Und während die das machen, nehmen wir uns all unsere Gelben und fangen schon mal an, am nächsten Teil zu arbeiten. Und das nächste Teil, das wird bewacht. Und zwar von unserem ersten richtigen Bossgegner. Also ich meine, wir hatten ja schon den Armored Cannon Beetle und so weiter. Aber das waren eigentlich alles eher Minibosse und keine einmaligen Bosse, die nur einmal vorkommen. Und hier kommt unser erster Boss, BD Longlegs. Heißt er und... Hat gleich mal einen Haufen unserer gelben Pikmin zertrampelt. Und ja, ihr seht, also die Pikmin versuchen immer wieder an seine Beine zu gehen und seine Füße anzugreifen. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Und wir hören gerade, dass die Roten die Mauer eingerissen haben, was an sich sehr schön ist. Aber wir wollen hier auf jeden Fall unsere Gelben nehmen. Warum? Ganz einfach. An sich muss man die Füße von BD Longlegs angreifen, damit diese große Kugel seinen Körper runterkommt. Und für Pikmin erreichbar wird. Gelbe Pikmin können aber immer den Körper erreichen. Egal wie hoch er ist. Und ja, deswegen wollen wir auf jeden Fall mit einem Haufen gelber Pikmin in diesen Kampf ziehen. Und ich hoffe, dass er jetzt gleich besiegt ist, denn die Zahl unserer Gelben dezimiert sich immer weiter. Gleichzeitig ist das aber an sich auch egal, weil wir nach diesem Kampf eigentlich niemals wieder wirklich viele gelbe Pikmin brauchen. Na, komm. Und er ist tot. Sehr gut. Und damit haben wir den ersten Endgegner des Spiels besiegt. Und der gibt uns den Wächtersatelliten.
Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versieht. Aha, okay. Ja, gut, dass der Wächter dich vorher so toll vor dem Meteoriten beschützt hat. Oder dem Weltraumgedöns, das dich da getroffen hat. Ja, Olimar, das Ding funktioniert total klasse. Verlass dich ruhig drauf. Okay, wir wollen hier ein paar Rote nehmen, die das Ganze zurücktragen. Warum Rote? Aus einem ganz einfachen Grund. Ach so, okay. Nein, ich will wirklich das nur 20 das tragen. Ihr kommt mit. Und ja, warum sollen gerade rote Pikmin das tragen? Ihr seht schon, die Flammengeysire. Denn die Pikmin werden jetzt natürlich den direkten Weg nehmen. Du kommst bitte auch mit. Und ja, das heißt, der direkte Weg, der verläuft hier lang. Aber so oder so müssten die Pikmin immer an mindestens diesem einen Flammengeysire da vorbei. Und wenn gelbe oder blaue Pikmin das tragen würden, naja, dann würden sie höchstwahrscheinlich verbrennen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen machen wir das Ganze auch anders. Und lassen das die Roten tragen. Und erstmal geht's mit den Gelben jetzt zurück, denn wir brauchen heute tatsächlich nur noch rote Pikmin, keine anderen mehr. Wir müssen einmal kurz warten, bis die Gelben hier fertig sind. Und es sollte eigentlich noch klappen, dass wir uns das letzte Teil jetzt noch flott holen können. Nein, halt, andersrum. Wir wollen 100 Rote dabei haben, auf jeden Fall. Und damit haben wir nur 98 im Feld. Ja, jetzt haben wir 100 im Feld, das ist sehr gut. Wir werden einmal flott hier dieses Gras rupfen, um vielleicht unsere Blattpigmen noch in Blumenpigmen umzuwandeln. Das ist auf jeden Fall nötig für das, was wir vorhaben. So. Und ich meine, jetzt müssten wir es haben. Müssten alles Blumenpigmen sein und wir laufen einfach schon mal los. 80 reichen eigentlich aus, 80 rote Pigmen. Oh nein, das sollt ihr doch nicht bearbeiten. Menschenskinder, nee. Ihr wisst doch, dass ihr das nicht dürft. Okay. Damit können wir jetzt hier eigentlich relativ unbeschadet durchmanövrieren. Müssen aber auf jeden Fall noch ein, zwei Feinde ausschalten. Und eigentlich hätten wir die roten Pikmin auch noch mitnehmen können. Aber es ist egal. Eine Gruppe von 100 Pikmin lässt sich sowieso immer eigentlich relativ schwierig kontrollieren. Beziehungsweise an sich ist es besser, so 20 Pikmin dabei zu haben. Die kann man super manövrieren. Aber wir brauchen einfach im Moment die totale Angriffskraft der roten Pikmin. Also der Wächtersatellit. Er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Piraten im Weltall. Mit Dinosauriern. Und wir haben jetzt den großen Vorteil. Dass hier ein gottverdammter Sheer-Grub ist und wir versuchen einfach mal ihn hier zu swarmen. Und wir haben ihn auf den Boden gefesselt und ihr sollt das doch nicht wegtragen, verdammt Hacke. So, ein paar rote Pikmin haben wir verloren. Das ließ sich leider nicht ändern und nicht verhindern. Und hier haben wir einen neuen Gegner oder Endgegner oder Zwischengegner, ich weiß es nicht, und zwar den Puffstool. Und den Puffstool müssen wir folgendermaßen erledigen. Wir müssen Pikmin auf ihn werfen. Nein, halt, Schwachsinn, wir müssen keine Pikmin auf ihn werfen, sondern wir müssen... Ja, er läuft von uns weg, er ist an sich nicht aggressiv, aber wir müssen ihn irgendwie umwerfen, wie ihr seht. Und jetzt müssen wir... Nein! Das ist nicht Sinn der Sache. Kommt zurück. Und jetzt müssen wir Pikmin oben auf ihn drauf werfen. Und ich weiß, er ist so langsam. Deswegen wird er sich jetzt gleich umdrehen und seine widerlichen Pollen aussenden. Und diese Pollen wollt ihr nicht auf eure Pikmin kommen lassen. So, also ihr seht, jetzt wollen wir die Pikmin zurückrufen. Und die waren eben oben auf ihm drauf. Deswegen hätten wir das nicht machen sollen. Aber ihr seht, mit roten Pikmin ist er relativ schnell erledigt. Die Gefahr ist wirklich... Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden, das lese ich jetzt erstmal vor. Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmischen Stürme geleitet. So. Und er sieht absolut cool aus. Oh yeah, das Ding sieht schon absolut cool aus. Yeah. Nein, jedenfalls, die Gefahr bei diesem Gegner ist... Und ja, die Pikmin dürfen ihn zurücktragen. Da habe ich absolut nichts gegen. Die haben ihn besiegt, also...
tragt ihn ruhig zurück zu eurer Basis. Nein, die Gefahr beim Puffstool ist, dass wenn er, wie ihr eben gesehen habt, seine Sporenattacke ausführt und Pikmin in diese Sporen kommen, diese Pikmin zu bösen Pikmin werden. Das werden wir jetzt in diesem Spieldurchlauf nicht sehen, aber diese bösen Pikmin haben eine andere Farbe als normale Pikmin und greifen Olimar an. Das wollen wir natürlich nicht, dass sie Olimar angreifen. Ich weiß nicht, wieso die Pikmin immer erst hier lang gehen, um diesen Geysir herum. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, aber wie gesagt, die greifen Olimar an und das ist nicht gut. Und deswegen hatten wir Glück, dass wir unsere Pikmin da noch rechtzeitig rausbekommen haben. Aber ja, nehmt euch einfach einen Haufen roter Pikmin mit, sichert den Weg wieder zurück zur Basis und dann dann gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Dann sollte der Puffstool eigentlich relativ flott erledigt sein. Schwärmt einfach erstmal unten auf seine kleinen Stummelbeinchen, damit er umfliegt. Und dann ruft eure Pikmin zu euch zurück und werft sie auf ihn drauf. Und wenn ihr einen Haufen roter Blumen-Pikmin habt, dann sollte es euch eigentlich möglich sein, das Ganze mit einem einzigen Angriffszyklus zu erledigen. Er sollte also gar nicht erst dazu kommen, seine Sporen zu verteilen. Naja. Und damit haben wir das letzte Teil aus dem Zentrum des Waldes geborgen. Und dieses Teil ist der Omega-Stabilisator. Das ist das Seitenruder des Dolphins. Es sieht ein bisschen lädiert aus, aber es sollte funktionieren. Ich mache richtige Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Ich habe 19 von 30 Teilen gefunden. Ja, und wenn wir noch die 10 Teile aus dem nächsten Gebiet aus der fernen Quelle finden, dann können wir tatsächlich noch ein letztes Gebiet öffnen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir das tun werden. Aber ein bisschen dauert es noch. Wir werden erst noch ein paar Tage in der fernen Quelle verbringen müssen. Oder bei der fernen Quelle. So, und unsere kleinen Pikmin hier. Oh, wow, wow, wow. Ich möchte ungern Pikmin pflücken müssen, deswegen hole ich jetzt mal ganz, ganz flott 15 blaue raus. Einfach so aus Jux und Dollerei und Spaß an der Freude. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir möglichst viele rote Blumen-Pikmin haben. Und deswegen werde ich die blauen jetzt nochmal kurz zurückbringen und dann die roten einfach so aus der Zwiebel holen. Und an sich ist der Tag aber schon vorbei. Ich werde also noch kurz ein bisschen Pikmin-Zucht betreiben. Und das müsst ihr euch nicht zwingend mit ansehen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Und ja, ich setze hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann am Ende des Tages wieder. Also bis gleich, meine Besten.
Ah ja, und damit ist der letzte Tag im Zentrum des Waldes vergangen und vergangen und vergungen. Und wir haben leider noch ein Blattpigment, ein rotes Blattpigment. Ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich keine 100 roten Pigment mehr herausholen. Also ist das an sich nicht so wichtig. Und im Zentrum des Waldes haben wir eigentlich immer relativ nah am Anfang des Tages irgendwelche Möglichkeiten, Nektar zu finden. Aber, naja, es ist doch ein wenig ärgerlich, dass jetzt ein einziges Pigment sich nicht entwickelt hat. Und, ja. Aber ja, 8 Tage seit Aufprall. Die Pigmen bringen ihre Beute stets zu den Zwiebeln. Ja, okay, und blablub, und das kennen wir eigentlich alle schon. Olimar sagt jetzt nichts großartig Neues mehr. Und, okay, wir haben 30 Pigmen bekommen heute. 36 verloren, naja gut. Aber wir haben gegen ein paar nicht einfache Gegner gekämpft, darunter auch BD Longlegs, den großen, bösen Endgegner aus dem Zentrum des Waldes. Also, naja, und insgesamt haben wir bisher 73 Pigmen verloren, also noch nicht mal eine volle Gruppe von 100 Pikmin. Das ist eigentlich ziemlich gut und ja, das nächste Level wird das aber ändern. Dann werden wir noch massig Pikmin im Kampf verlieren, denke ich mal. Vor allem blaue Pikmin. Aber 63 gelbe haben wir noch, das reicht mehr als aus. 273 rot, 151 blaue. Ich bin sehr zufrieden. Und uns fehlen noch 11 Teile. Und wir haben noch 22 Tage. Hey, also ja, jetzt ist echt erst Tag 9. Meine Herren. Und wir brauchen noch 9 Teile aus diesem Level. Und wenn wir unser, na, wie sagt man, unsere Geschwindigkeit jetzt aufrechterhalten können, dann könnten wir es tatsächlich schaffen, das Ganze in 3 Tagen zu holen, was wir noch zu holen haben. Wäre sehr, sehr gut. In dem Sinne, meine Besten, ich bin Marc. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Pigmin wieder. Bis dahin, ciao.